Willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich gerne zeigen, wie ihr diesen Effekt hier herstellen könnt. Ein Bild an die Wand-Klebeffekt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das nennen soll. Als erstes habe ich schon mal dieses Bild in Photoshop neu geladen. Und wir fangen an und entfernen erstmal dieses Schloss hier unten. Machen mit der linken Maustaste einen Doppelklick drauf und bestätigen das mit OK. Als nächstes drücken wir die Störungstaste und T. Oder gehen hier oben auf Bearbeiten, frei transformieren. Als nächstes gehen wir hier oben auf die Breite und wählen 80%. Bei der Höhe wählen wir ebenso 80%. Bestätigen dies mit Enter. Als nächstes gehen wir auf Bearbeiten, Kontur füllen. Wählen hier eine Breite von 40 Pixel. Die Farbe nehmen wir hier weiß. Position außen. Füllmethode normal, Deckkraft 100%. Bestätigen dies auch mit Enter. Dann haben wir einen Rahmen um unser Bild. Als nächstes gehen wir auf Bearbeiten, Transformieren, Verkrümmen. Hierzu klicken wir unten links auf dieses Viereck und schieben das Bild nach links. Und passen dann, das am besten können wir diesen Punkt hier, wie ihr seht, ist hier eine Hilfslinie, dass diese am besten immer gerade bleibt und diese Punkte genau auf die oben auf diesen Striche ist. Das kann man dann hier auch noch machen. Schieben wir das auch noch mal rüber. So können wir die Punkte hier wieder anpassen. So in etwa und bestätigen dies mit Enter. Wenn wir dies geschafft haben, müssen wir einen Schatten hinzufügen. Dazu klicken wir die Steuerungstaste, halten wir gedrückt, klicken auf die Ebene mit der linken Maustaste. Als nächstes erstellen wir eine neue Ebene, nehmen unser Füllwerkzeug, die Farbe Schwarz und füllen dies. Drücken die Steuerung und D-Taste, um diese Auswahl aufzuheben, schieben diese Ebene unter die andere Ebene. Wählen diese Ebene noch aus, gehen auf Bearbeiten, Transformieren, Verzerren und schieben unseren Schatten hier passend hin. So, bestätigen dies mit Enter, gehen danach auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und wählen einen Radius von 3 Pixel aus. Als nächstes müssen wir unsere Klebestreifen hinzufügen. Dazu gehen wir wieder auf die obere Ebene, nehmen unser Auswahl-Rechteck-Werkzeug und wählen einen Bereich aus oder wählen den Bereich aus, wie groß unser Klebestreifen wird. So in etwa. Gehen dann auf Auswahl, Auswahl transformieren. Drücken dann mit der rechten Maustaste hier drauf und gehen auf Drehen. Mit gedrückter Shift-Taste drehen wir unsere Auswahl und passen die an. Und einfach so bestätigen dies mit Enter. Gehen dann hier unten auf diesen Kreis, diesen Halbkreis, halb schwarz, halb weiß und gehen auf Volltonfarbe. Wählen hier weiß aus und bestätigen das mit OK. Als nächstes gehen wir hier auf diese Farbfüllung drauf. Drücken die Steuerungstaste und drücken die linke Maustaste, um dies zu markieren. Dann gehen wir wieder auf Auswahl, Auswahl transformieren und schieben die zur anderen Seite. Wieder rechte Maustaste drehen und passen unseren zweiten Klebestreifen an. Das schieben wir so. Bestätigen das wieder mit Enter. Gehen wieder hier oben unten auf den Halbkreis. Volltonfarbe, Farbe weiß. Als nächstes bearbeite ich mal noch diesen Streifen hier, Steuerung und T drücken und drehen. Machen wir das mal so, bestätigen wieder mit Enter. Können wir dann hier mit unseren Auswahlwerkzeugen noch etwas verschieben. Als nächstes
wählen wir unsere Farbfüllung die erste aus und stellen hier die Fläche auf einen Wert etwa von 80%. Das machen wir mit der oberen auch. 80%. Und sind dann soweit fertig. Somit haben wir diesen Effekt, das Bild, was an eine Wand oder irgendwas anderes rangeklebt wurde mit diesen beiden Klebestreifen. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.